Herzlich willkommen bei Fitorial. Ich laufe hier gerade in der Türkei mitten im Meer tatsächlich herum und dachte mir, ich erzähle euch mal etwas über das Thema Schwimmen, denn ich halte Schwimmen wirklich für eine hervorragende Sportart. Ich mache es eigentlich auch zu wenig. Gerade in Deutschland ist es halt teilweise natürlich ein bisschen schwierig. Man muss halt schauen, man braucht ein gutes Hallenbad oder im Sommer ein Freibad, was am besten morgens geöffnet hat, damit man das morgens eigentlich erledigen kann, weil ich finde, es gibt nichts Besseres, als morgens mal ein paar Bahnen zu schwimmen. Warum ist Schwimmen so gut? Wir haben im Prinzip alle Muskeln involviert beim Schwimmen und wir haben relativ wenig Belastung. Das ist also gerade für Gelenke und alles. Wir haben nur diesen Wasserwiderstand und wir haben fast überhaupt gar keinen Stoßwiderstand, wie wir es jetzt zum Beispiel beim Laufen, Springen, Rennen und so weiter haben. Deswegen Schwimmen wirklich eine geniale Sache. Leider natürlich nicht immer sofort schnell umsetzbar. Einfach mal joggen gehen ist natürlich einfacher, als wirklich ein paar Bahnen zu schwimmen. Hier im Urlaub mache ich es tatsächlich so, dass ich jeden Morgen mit der Sonne geweckt werde. 5.30 Uhr geht hier die Sonne auf. Irgendwann so gegen 6.30 Uhr, 7 Uhr stehe ich auf und gehe noch vor dem Frühstück wirklich so 20 Minuten einfach schwimmen. Und ja, es gibt eigentlich für mich keinen besseren Start in den Tag. Also wenn ihr auch jetzt irgendwie Sport- oder Morgenmuffel seid, vielleicht überwindet ihr euch einfach mal wirklich morgens erstmal, bevor man frühstückt, am Wochenende, vielleicht am Samstag oder Sonntag, vorher einmal ins Schwimmbad gehen, seine 20 Minuten die Bahnen ziehen und ihr werdet feststellen, das Frühstück wird so unfassbar lecker schmecken. Man kann auch irgendwie ja, mit mehr Liebe wirklich das Frühstück dann genießen. In dieser wunderschönen Kulisse hier möchte ich euch noch ein paar Tipps mitgeben zum Thema Schwimmen. Mein Tipp Nummer 1, Schwimmbrille kaufen. Auf jeden Fall mit Schwimmbrille schwimmen. Nicht nur, dass es mit Wasser in den Augen und besonders beim Salzwasser ein bisschen störend ist. Chlorwasser ist nicht weniger störend. Aber ihr schwimmt anders, wenn ihr den Kopf komplett unter Wasser nehmen könnt. Ja, also da auf jeden Fall meine Empfehlung, eine Schwimmbrille kaufen. Für die meisten Menschen ist es am einfachsten, erstmal mit Brustschwimmen anzufangen, da man das wirklich noch so am ehesten 10, 15, 20 Minuten am Stück machen kann. Überhastet nicht, einfach ruhig anfangen, lange Züge nehmen, also lange nach vorne gleiten lassen, aus dem Wasser kommen, Tiefluft holen, über die Zeit, die man unter der Wasseroberfläche ist, wieder ausatmen. Ganz wichtig beim Schwimmen ist, vor allem wenn wir es jetzt in Richtung 20 Minuten, 30 Minuten Workout sehen, keine Hektik reinbringen. Ja, es ist kein Sprint, sondern es ist ja eher so, geht in Richtung der Belastung vom Joggen, also ganz, ganz viel Ruhe reinbringen. Tipp Nummer 3 für euch, wenn ihr im Schwimmbad seid oder irgendwie in einem Hallenbad und ihr habt gar keine Ahnung, ob ihr das technisch irgendwie richtig macht, glaubt mir, ihr werdet so relativ schnell, vor allem wenn ihr bei den Morgenschwimmern seid, jemanden finden, der total Bock hat, euch das zu erklären. Ja, also ihr überwindet euch und sagt einfach mal, hey hier, ich wollte jetzt mal meinen Brustschwimmstil etwas verbessern. Könntest du vielleicht mal 2 bis 3 Bahnen gucken und mir ein paar Tipps geben? Ich garantiere euch, wenn da diese Frühschwimmer sind, so ein paar Enthusiasten, Schwimmenthusiasten, dann werden die in der Regel Bock drauf haben, euch das näher zu bringen, euch da zu verbessern. Also da wirklich auch vielleicht mal seine, falls man sie hat, seine Sozialphobie überwinden und jemanden fragen. Ja, das war mein kleines Schwimmmotivationsvideo mitten aus dem Mittelmeer. Ich wünsche euch ein gutes Training und wie gesagt, einfach mal durchziehen, morgens vorm Frühstück mal eine Runde schwimmen gehen. Macht's gut und auf Wiedersehen. Yeah.